Es ist angerichtet, meine Freunde, meine Lieben. Das Spiel gegen die Mainzer, es ist soweit. Wir spielen zu Hause. Und bevor wir anfangen, noch ein kleines Feedback von mir. Also ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen mit diesem Fan-TV, den ich dann ein bisschen vorbereitet habe. War mir so eine spontane Idee, habe ich auch schon bei dem einen oder anderen gesehen. Ihr kennt bestimmte Namen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, aus rechtlichen Gründen. Nee, Spaß, bei Van Bergen gesehen und da dachte ich mir, das könnte ich auch mal reinbringen, ist jetzt nicht das Highlight, aber ich denke, ist doch ganz nett anzusehen. Wir spielen gegen Mainz, ich habe es erwähnt, die Fakten. Um 11 Punkte schwächer von der Stärke ist, denke ich, nicht der Unterschied. Die Saison bisher, da sind wir Stärke mit 4 Sternen, richtig gut. Und von der Form 3 Sterne, ja, nach dem Spiel gegen die Bayern ist das klar, dass wir da stärketechnisch bzw. formtechnisch richtig gut aufgestellt sind momentan. Und ich würde sagen, wir gehen einfach gleich mal rein ins Spiel. Was geben wir der Mannschaft mit? Also, ich möchte hier schon was holen. Wir holen ein Unentschieden. Wir holen ein Unentschieden, bin ich überzeugt. Und dann geht's los. Und dann geht's los, würde ich sagen. Also, Anpfiff zur ersten Halbzeit. Wir schauen, was sich ergibt. Die Anfangsphase auch immer so ein wichtiger Zeitraum in diesem Spiel. Elfmeter in Berlin. Wo wir aufpassen müssen, wollte ich gerade sagen. Nee, Ramos dringt in den Strafraum ein und lässt sich im Duell mit Leandro Fernandes spektakulär fallen. Es gibt Elfmeter für uns. Raphael wirkt angespannt, ist bereit. Sicher mit dem Spann in die linke Ecke des Tores verwandelt. 1:0, meine Lieben. Nach wie viel Minuten waren es? Nach 11 Minuten. Raphael, unser offensiver Mittelfeldspieler, unsere kreative Position im Spiel, unser Kreativposten, macht das 1:0 nach 13 Minuten. Und jetzt die 14, der gute Chance. Wieder Ramos auf Torun. Aber der jagt die Kiste knapp über den Kasten der Mainzer. Heinz Müller, der Torwart der Mainzer, wäre da ohne Chance gewesen. Wir sagen mal weiter so, ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen spät, habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich denke mal von der Spielweise, was wir hier so lesen, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Die Mainzer bisher nach einer guten Viertelstunde noch gar nicht präsent, noch gar nicht richtig da. Jetzt vielleicht 18. Und Kraft hat den Ball. Es war die Ecke für die Mainzer, also auch nur eine Standardsituation. Spielerisch noch nicht viel zu sehen von denen. So, 22. Minute, jetzt vielleicht Mainz, Pfostentreffer. Ja, wir müssen aufpassen. Die sind immer auch für ein Tor gut. Sind natürlich aber auch, hängen dann richtig mit hinten drin. Also das ist durchaus ein Gegner, den wir schlagen können, sollen bzw. auch müssen. Weil gegen irgendwen müssen wir unsere Punkte holen, um nicht abzusteigen. Also da müssen wir schon schauen, dass wir punkten. Das möglichst hoch, möglichst viele Punkte damit nehmen. Halbe Stunde gespielt. Es passiert nicht mehr viel vor der Halbzeit, zumindest Status jetzt. Jetzt die Mainzer, 39. Minute, Kraft ist rechtzeitig unten und packt zu. Ja, jetzt würde ich sagen, sind wir so ein bisschen aus dem Spiel raus. Da tut sich nicht mehr allzu viel. Jetzt vielleicht 40. Minute, Ramos aus 15 Metern. Das erste Mal jetzt wieder seit dem Tor, beziehungsweise nach der Chance, dass wir wieder da sind. Und gleich nochmal, also wir machen nochmal Druck vor der Halbzeit. Das wäre natürlich richtig gut, jetzt das zweite vorlegen. Das würde die Mainzer schon ein bisschen, ich sag mal, mental zerstören, wenn man das so sagen kann. Das wäre ein richtig guter Zeitpunkt. Jetzt ist Halbzeit, denke ich mal, genauso ist es. Und wir gehen einfach mal rein in die Ansprache. Beziehungsweise mal die Noten so anschauen. Niemeyer eine 4 im defensiven Mittelfeld. Das ist auch ein bisschen so unser Problem, ne? Dieses defensive Mittelfeld, da gibt es immer so ein paar, wie soll man sagen, Ausschläge nach unten, also in den negativen Bereich. 4,0 ist zwar jetzt nicht so, also was heißt nicht schlecht, es ist freilich schlecht, aber ist die Ausnahme hier bei uns. Aber auf dieser Position haben wir so unsere kleinen Problemchen. Und eigentlich, wenn man das ganz realistisch betrachtet, ist das doch die Position, somit eine der wichtigsten in unserem Spiel, die Doppel-6. Wir motivieren nochmal das Team. Die Doppel-6, die da wirklich richtig wichtig ist zum Bespielen einer Mannschaft. Wir könnten Ottl reinbringen, allerdings ist der von der Form lang nicht so gut wie Niemeyer. Vielleicht packt es der Niemeyer noch. Stoppelkamp hätten wir noch im Angebot, Ben Hatira. Die zwei, die können wir auf jeden Fall bringen, wenn uns irgendwie ein Tor fehlt. Also wenn Mainz jetzt den Ausgleich schießt. 47. Boah, ich wollte schon sagen, nicht herbeirufen. Nicht herbeirufen, dieses 1:1. Das wäre schlecht. Aber dann haben wir auf jeden Fall nochmal auf der Bank ein paar Hocken.
die wir einwechseln können, die auch das Potenzial haben, die Stärke haben, da richtig voranzupeitschen. Das ist klar. Wir haben natürlich auch defensiv ein paar, aber wieder die Mainzer aufgepasst. 53. Leandro Fernandes, der Innenverteidiger, damit weit aufgeruckt, aber kann kein Kapital ausschlagen. Sehr gut. Halbe Stunde noch zu spielen. Nochmal die Mainzer aufgepasst. Nein? Nein. Und da ist es passiert, liebe Leute. 1:1, Nikolai Müller. 57. Minute Vorlage von Stieber. Und das 1:0 ist da. Das ist jetzt nicht schön. Das ist jetzt nicht schön. Wollen wir schon wechseln oder warten wir noch? Wir lassen mal die Jungs ein bisschen warm laufen. Und zwar alle. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wen wir bringen sollen. So, wenn die dann fit sind, alle sind fit. Mainz wechselt auch. Wir schauen rein. Niemeyer. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn vielleicht doch rausnehmen soll. Das ist eine gute Frage. Ramos bleibt auf jeden Fall mal drin, würde ich sagen. Raphael. Beziehungsweise bringen wir mal Stoppelkamp. Wie schaut es denn mit ihm aus auf der Stürmerposition? 71. Selbstvertrauen 70. Okay, also da hat er was. Da ist er von sich überzeugt und nicht in irgendeiner kleinen Krise. Aber das wissen wir ja. Benatira für Ebert. Wo ist Ebert? Okay, Ebert raus. Benatira darf spielen. Jetzt Stoppelkampf für Raphael oder für Ramos? Das ist die Frage. Ich bringe ihn mal für Ramos. Probieren wir es mal so. Vielleicht ist er ja da ganz wertvoll für uns. Müssen wir mal sehen. Wir gehen mal auf normales Passspiel. Die Laufwege können wir mal noch eben schauen. Stoppelkamp richtig rein da. Niemeyer oder Lustenberger, wer kann den offensiveren Part besser spielen? Niemeyer 62, Lustenberger 61, dann darf er mal noch ein bisschen mit vor. Möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel kassieren, das ist klar, ne? Aber, zu viel riskieren. Na, aber ein Punkt wäre schon stark. Ein Sieg wäre schon richtig stark, wenn wir mitnehmen könnten. So, die schiebt auch mal ein bisschen vor. Teamvergleich nochmal. Oh, die haben Klasnitsch, Ivan Klasnitsch. Da hätten wir vielleicht vorher mal ein bisschen genauer reinschauen sollen. Wo haben die den denn her? Kommt der nicht von den Bolton Wanderers? Genau, der kommt aus Bolton, aus... Von der Insel kommt er. Okay. Aber da brauchen wir keine Manndeckung, nee. Nö, nö. Versuchen wir mal über die Flügel zu spielen. Und wir gehen hier nochmal eben rein in die individuellen Anweisungen und schauen mal, wie kann er denn dribbeln? 74. Ist auch ein Dribbler vom Spielertyp her. Okay, ja, dann nehmen wir es auf jeden Fall ohne Gegenspieler. Der soll sich da vorne mal ein bisschen austoben. Raphael ist auch ein Dribbler, soll da auch mal reingehen. Und kreativ sein. Okay, Torun geht lange Wege. Und Benhatira geht auch lange Wege. Dann sollen die beiden steil gehen. Dann sollen die steil gehen, wenn sie das von der Kondition und so weiter schaffen. So, Lustenberger macht nicht den offensiveren Part. Genau, der bleibt eng. Bei den Tacklings aggressiv. Niemeyer auch aggressiv. Positionstreue kreativ. Okay. Okay, dann würde ich sagen, passt das soweit. Und wir gehen einfach mal weiter, bevor wir hier noch lange mit irgendwelchen Fakten und Auswechslungen und Taktiken rumspielen. Sonst schaltet ihr mir noch aus an den Einschaltgeräten. 64. Minute, Mainz. Oh, gute Chance. Nach einer Ecke. Also es wird nochmal richtig interessant hier. Ist ja der 10. Spieltag jetzt, also ich denke mal... Wir können nach dem Spieltag mal so ein bisschen reinschauen in die Tabelle. Welche Teams können sich oben ansiedeln? Welche Teams müssen da unten oder einen Blick nach unten werfen? Denke ich mal, ist jetzt eigentlich ganz gut sortiert, das Ganze. Ist auch vielleicht Bayern, die da mit unten rumhängen und Dortmund. Aber so im Groben, denke ich, passt das. Also da können wir dann mal reinschauen, wie wir dastehen in der Tabelle. Mit einem Sieg wäre das natürlich richtig gut. Dann würden wir richtig, richtig geil dastehen. So bleibt's eher. Also das Unentschieden bringt uns nicht richtig voran. Natürlich ist es gut. Ein Punkt ist immer gut. Auch gegen Mainz, ganz klar. Aber wir treten mehr oder weniger damit auf der Stelle eigentlich. Denn in der Tabelle können wir mit sowas keinen großen Sprung machen. 79.
Schade, Abseitsstellung. Wir bringen jetzt nochmal, ich möchte nochmal jemanden bringen. Nur wen? Ich glaube, ich bringe Ottel. Ottel darf rein für Lustenberger oder für, nee, für Niemeyer. Für Niemeyer Ottel. Wir gehen in die Taktik nochmal rein. Schau nochmal rein, was dann Ottel macht. Der ist ja hier auch der Offensivere. Genau, okay. Okay. Dann rufen wir nochmal was rein. Was rufen wir nochmal rein? Konzentration. Die letzten 10 Minuten nochmal Vollgas geben. Nochmal richtig zusammenreißen. Und dann zumindest das Unentschieden irgendwie retten. Beziehungsweise vielleicht können wir das auch noch so einen kleinen Nadelstich setzen. Und die zweite Bude reinmachen. Hier steht, haben sich beide Mannschaften schon mit dem 1:1 angefreundet? Fragezeichen. Ja, anscheinend nicht. Denn wir haben nochmal eine gute Chance gehabt, Lustenberger. Weit nach vorne, aber Stoppelkamp kommt nicht hin. So, die Mainzer, 88. Jetzt bitte nicht. Jetzt bitte nicht. Das wäre auch wieder so ein Ding, ne? Also jetzt das 2:1 kassieren, das zieht die Spieler moralisch auch nochmal richtig runter. Wäre natürlich nicht von Vorteil für die nächsten Aufgaben. Ich weiß gerade nicht, ich habe es nicht im Kopf, gegen wen wir spielen, aber es wird sicherlich nicht einfach. Aber wir schauen erstmal hier, also ein Unentschieden. Ich denke, verdient. Ich denke, ein verdientes Unentschieden. Ein gutes Spiel mit vielen Torszenen steht hier. Und ja, also ich denke mal, ein Sieg für uns wäre nicht so verdient gewesen. Wir schauen rein in den Nachbericht, in die Statistiken und so weiter. Wir gehen mal rein in Statistik, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu belegen. Okay, Hertha, wir hatten sogar 60% Ballbesitz, allerdings von den Chancen waren es ausgeglichen. Also ganz klar, als Heimmannschaft hat man normalerweise immer ein bisschen mehr Ballbesitz. Vor allem gegen Mainz, ist ja ein gleichwertiger Gegner, da wollten wir natürlich schon ein bisschen das Spiel aufziehen, haben wir auch so geschafft in der Art. Aber wie gesagt, die Chancen sind ausgeglichen, also somit ein verdientes 1:1. Wir gehen rein in die Ergebnisse. Dortmund gewinnt 2:1 gegen die Kölner, damit wieder oben, jetzt zuletzt mit, uiuiuiui, nach unserer Niederlage haben sie richtig Gas gegeben, oder nach der Niederlage gegen uns, 5 Siege am Stück und das sogar... Ah, gegen Köln mal ein Gegentor kassiert. Aber nur ein Gegentor in 5 Spielen, richtig stark. Also gut, dass wir uns da nochmal so reingequetscht haben, nochmal einen Sieg gefeiert haben. Das war ja auch richtig geil. Kann ich noch gut erinnern an das 3D-Spiel. Richtig cool. Leverkusen 1:0 gegen Schalke. Leverkusen damit Erster wiederhin, weiterhin. Die Schalke rutschen auch... Oh, ja. 3 Spiele ohne Sieg jetzt. Hamburg-Wolfsburg 1:2. Hannover gewinnt gegen den FC Bayern München. Die rutschen immer weiter ab, die Beine. Jetzt sind wir wieder vor ihnen. Ach du Heilige, eine negative Tordifferenz. Das gab es, glaube ich, auch selten. Nürnberg 0:0 Stuttgart. Kaiserslautern 4:3 gegen Freiburg nach 2:0 Rückstand. Uiuiui, sie. Oh, sogar 3:0 geführt, die Freiburger. Bis zur 73. Minute. Und dann Sahan, Schächter. Wechseln sich da ab. Innerhalb von 7 Minuten 4 Tore. Heieiei. Da wird der stinksauer sein, der Sorg. Oder wer auch immer da der Trainer ist. Mein lieber du. Hoffenheim verliert zu Hause 1:0 gegen Gladbach. Augsburg verliert zu Hause 1:0 gegen Bremen. Und wir mit dem 1:1. Die Stimmen zum Spiel. Was haben wir denn bei uns? Oh, meine Wenigkeit. Das Spiel war über weite Strecke.